Hallöchen! Es gibt Neuzugänge und zwar habe ich festgestellt, im März habe ich ziemlich viele gekauft. 13 an der Zahl. Und die stelle ich euch heute vor. Wir fangen mit dem kleinsten an. Und zwar ist es ein kleiner Hashimoto-Ratgeber, traditionelle chinesische Medizin, chronische Schilddrüsenerkrankungen mit chinesischer Medizin behandeln. Das Ganze ist Band 3 der TCM-Ratgeberreihe von Andreas A. Noll und Veronika Haslauer. Ich habe noch nicht reingeguckt, obwohl es so klein ist. Eigentlich könnte ich es mal machen, ne? So ein kleines Büchlein. Es sieht sehr interessant aus und traditionelle chinesische Medizin interessiert mich sehr. Und wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr auch, Hashimoto ist ein Thema mittlerweile bei mir. Es geht weiter mit Hashimoto und zwar von Rea Bachmann. Hashimoto und was jetzt? Eine Kurzanleitung. Das Ganze sieht auch wirklich kurz aus, denn auch wenn es etwas größer formatig ist, ist es sehr dünn und geht quasi los mit der Diagnose. Also, was kommt jetzt? Und ich habe noch nicht reingeschaut, also hier zwar ein Lesezeichen drin, aber das war nur das Vorwort. Also, Seite 10. Nur damit ihr Bescheid wisst. Passend dazu von Rea Bachmann, Hashimoto als Chance, ein Arbeitsbuch. Denn das hier soll ein 21-Tage, wenn mich nicht alles täuscht, 21-Tage-Buch sein, an dem man sich damit beschäftigt, mit der Erkrankung und damit auseinandersetzt. Und ich schätze auch mal so ein paar Dinge für sich herausfindet oder ändert. Werde ich nach dem anderen Buch von der Autorin mir mal zu Herzen nehmen. Ich finde es ja irgendwie putzig mit diesen Schmetterlingen, ne? Weil die Schilddrüse gesehen wird oder auch verglichen wird mit der Form eines Schmetterlings, wie es hier so liegt. Und irgendwie finde ich das schön, Schmetterling. Es geht weiter, wie soll das anders sein, mit Hashimoto. Und zwar von Dattis Karazian, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anders behandeln. Warum jetzt noch dieses Buch? Weil ich dieses Buch im Urlaub gesehen habe. Wenn ihr mich verfolgt habt im Januar, da war ich allein im Urlaub, da schaut ihr einfach mal vorbei. Ich glaube, da habe ich das Buch nicht gezeigt. Ich habe nur kurz reingeguckt und dieses Buch stand in der hauseigenen Bibliothek und ich fand es sehr interessant, das, was ich reingeschnuppert habe. Und dann, ja, hat die Neugier überwogen und ich habe es mir dann eben auch mitbestellt. Das ist deutlich umfangreicher und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was da noch alles drin steckt. Ob mich vielleicht irgendwann einfach der Schlag trifft und ich mir denke, warum diese ganzen Bücher? Ich werde es euch sagen. Also wenn ich diese ganzen Bücher gelesen habe, werde ich euch immer was dazu erzählen, denn Sachbücher oder Fachbücher finde ich immer, eigentlich Sachbücher, finde ich immer sehr interessant. Wir machen mal weiter. Ich muss mal eben kurz die Bücher rausholen. Mit den zwei letzten Büchern, aber nicht insgesamt, sondern nur zum Thema Hashimoto und Schilddrüse. Und zwar das hier, Anthony William, Heile deine Schilddrüse, die Wahrheit über Hashimoto, Über- und Unterfunktion, Schilddrüsenknoten, Tumoren und Zysten. Sehr umfangreich über die Schilddrüse. Ich finde, optisch ja irgendwie spricht es mich sehr an. Und ich muss auch sagen, ich habe nur kurz reingeschnuppert bisher und ich finde es jetzt schon richtig toll. Denn der Ansatz über die Ernährung, der entspricht schon ein bisschen meinen Vorstellungen und deswegen habe ich da große Hoffnung, dass mich das begeistern kann. Dazu kriegt ihr auf jeden Fall eine Einzelrezension, denn das wurde mir gütigerweise zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich werde euch das auf jeden Fall ganz genau auseinandernehmen und erklären, ob ich das gut finde, was da so drin steht. Ist das nicht eine Artischocke vorne drauf? Okay, also gut. Ihr wisst, ich erzähle euch was dazu. Hier steht eine 90-Tage-Kur wohl drin. Bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf. Es geht wohl auch darum, wie war das, Staudensellerie zu entsaften? Irgendwie sowas. Also ich glaube, da brauche ich noch einen gewissen zeitlichen Vorlauf, um mir manch ein Gerät anzuschaffen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr gespannt bin ich darauf. Und ein wahrhafter Klopper. Man möchte vielleicht denken, eine Bibel über die Schilddrüse von Dr. Amy Myers, die Schilddrüsenrevolution. Ja, das ganzheitliche Selbsthilfeprogramm. Das hat mich schon in der Buchhandlung angesprochen und ich hatte es in der Hand und habe mir überlegt, möchte ich das denn haben, möchte ich es nicht haben, da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht viel Ahnung von den Büchern überhaupt hatte und nicht wusste, ob ich mich darauf einlassen möchte und Bücher darüber lesen möchte, habe ich mir gedacht, 22,99 sind doch auch ein ganz schönes Stück. Das ist ein bisschen fleckig, ne? Sollte ich mal sauber machen. Ja, so ist es bei mir angekommen. Ich habe es auch
ja, gütigerweise zur Verfügung gestellt gekriegt, kostenlos. Und ich werde euch das dann dementsprechend auch ganz genau erklären. Ich sehe aber auch hier steht drauf, 28-Tage-Plan. Also ich glaube, ich bin das restliche Jahr beschäftigt mit irgendwelchen Plänen machen oder durchmachen oder ausprobieren. Wenn es sich ergibt und machen lässt, dann möchte ich euch auch noch intensiver mitnehmen. Das heißt, nicht nur hier sitzen und euch erzählen, was ich über das Buch jetzt weiß oder wie ich es fand, sondern auch euch so ein bisschen mit in den Alltag nehmen, wie das denn konkret aussieht bei so einem Tagesplan. Vermutlich nicht jeden Tag, weil das würde ich nicht schaffen, aber ja, so einen kleinen Einblick fände ich schon ganz interessant und hilfreich. Vielleicht ist das auch dann was für euch. Jetzt ist das Thema Hashimoto-Schilddrüse für dieses Video erstmal abgehakt. Ich hätte es auch an den Schluss stellen können, ne? Naja, egal. Wir machen jetzt weiter und zwar mit anderen Büchern. Unglaubliche Herzensbücher sind dabei, eigentlich fast nur. Was heißt fast nur? Eigentlich nur. Denn alle Bücher, die ich kaufe, die hoffe ich, dass die zu meinen Herzensbüchern werden. Zwei zeige ich jetzt, die sind es schon geworden. Später zeige ich nochmal zwei, die sind es auch schon geworden. Aber zuerst einmal möchte ich aufgrund, ja, wie soll ich sagen, den Lokal, wie sagt man das denn, Lokalpatriotismus oder so. Also ich möchte euch auf jeden Fall etwas über diese beiden Bücher kurz erzählen. Und zwar geht es um das geheimnisvolle Nürnberg-Fürth-Buch und um das geheimnisvolle Nürnberg-Buch. Ich habe intuitiv anscheinend mit dem richtigen begonnen, dass es zumindest zuerst gab, das geheimnisvolle Nürnberg-Buch von Michelle Schrenk. Michelle Schrenk kennt ihr vielleicht schon aus einem anderen Video von mir. Ich habe schon von ihr, was habe ich denn von ihr gelesen? Der Zauber des ersten Schnees habe ich auf jeden Fall gelesen. Dann noch dieses mit dem Winter-Weihnachtskatastrophen. So ein Sommerbuch habe ich auch noch von ihr gelesen. Sommer-Turbulenzen. Oh Gott. Also, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich werde euch mal hier oben die entsprechenden Videos dazu verlinken. Das geheimnisvolle Nürnberg-Buch. Warum? Weil ich gebürtige Nürnbergerin bin. Das erklärt schon mal so einiges und Michelle Schrenk einfach toll finde. Abgesehen davon haben wir dieses Buch vor Urzeiten, glaube ich schon, mal meiner Cousine und meinem Cousin, glaube ich, geschenkt. Also was heißt Urzeiten? So alt ist das Buch auch nicht, aber gefühlt sind es schon Urzeiten. Ja, ich habe dann immer mal wieder dran gedacht, habe es auch mal wo liegen gesehen in Buchhandel und mir gedacht, eigentlich möchte ich es gerne kaufen und haben und auch mal selber lesen. Ja, jetzt ist es passiert und ich finde, es ist wundervoll aufgemacht. Es ist schon eher für Kinder aufgemacht, allerdings wer so ein bisschen Interesse daran hat und vielleicht am besten auch noch hier aus der Gegend kommt oder sich für Nürnberg interessiert, der sollte sich das doch mal anschauen. Also hier ist zum Beispiel ein wunderschön gestalteter Plan von Nürnberg bzw. Nürnberger Burg in dem Fall jetzt drin. Es sind verschiedene Geschichten drin, man trifft auf verschiedene Wesen bzw. auch historische Figuren Nürnbergs. Es geht unter anderem auch um Albrecht Dürer, um, wen geht es denn noch? Eppelin von Geilingen, genau, stimmt. Genau, den Drachen unter der Burg mit der Brille, die Felsengänge, das Tuberschloss, Kaiserburgmuseum, den Dürer Hasen, genau, der sitzt hier unten in der Ecke. Also, ein tolles Buch, um Spannendes zu erfahren über Nürnberg und ich habe mich sehr gefreut, die Stadt nochmal aus dem Blickwinkel kennenzulernen und ich muss sagen, ich habe auch richtig Lust gekriegt, noch ein paar Ecken einfach nochmal genauer mehr anzuschauen in Nürnberg, die ich komischerweise nicht kenne, wie das meistens ist, wenn man irgendwo wohnt, ne? Dann kennt man nicht jede Ecke der Stadt. Die entdeckt man meistens mit irgendwie Gästen oder ja, Besuch, weil dann geht man irgendwo hin, wo man typischerweise mit als Tourist hingeht und lernt auch seine eigene Stadt mal kennen. Sollte ich mal machen. Ich sollte mal Tourist werden in Nürnberg. Ja. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn euch Nürnberg interessiert, wenn ihr euch für Nürnberg und Fürth interessiert, dann ist natürlich das Nürnberg-Fürth-Buch etwas für euch. Sehr, sehr ähnlich gestaltet und aufgemacht. Ich finde sehr schön, gerade auch mit dem Nürnberger Rathaus... Quatsch. Genau, mit dem Nürnberger... Mit dem Fürther Rathausturm, meine ich natürlich. Vorne drauf. Ja, und ich finde, dass das zusammengenommen wurde, Nürnberg und Fürth, obwohl es ja doch eher ein, ja, zwei verfeindete Städte sind, historisch bedingt, auch hier aufgegriffen, auch hier sehr schön, zum Teil mit so einem Rundumschlag über den Fußball gezogen, finde ich sehr schön, denn obwohl ich Fußball nicht besonders mag,
ist es trotzdem etwas, wo ich sage, das gehört irgendwie trotzdem zu den beiden Städten. Und wenn man ja etwas über Nürnberg und Fürth erzählt, dann erzählt man auch etwas über Fußball. Und das gehört zu beiden Städten dazu und quasi auch zu dieser Feindschaft. Genau, das heißt, es sind Teile drin, die sind über Nürnberg, es sind Teile drin, die sind über Fürth und eben deren Verbindung. Ich finde ja, wie gesagt, auch das wieder wunderschön gestaltet, zum Teil auch mit sehr dunklen Seiten. Wo haben wir denn etwas über Fürth? Wir gucken mal, hier hinten sind dann nämlich auch die Seiten ein bisschen grünlich gestaltet. Also hier geht es dann um Fußball. Genau, und hier auch der Rasen im Hintergrund. Also ich finde, wunderschön gemacht und ja, ich halte beide Bücher in Ehren und auch da ein paar Dinge, die sind auch in diesem Buch noch drin, da sage ich, möchte ich gerne noch ein bisschen was erfahren, noch entdecken und ja, werde ich hoffentlich auch bald, am besten in diesem Jahr. Sobald das Wetter noch besser wird, kann man dann alles entdecken. So, jetzt kommen wir zu einem Buch, das wollte ich unbedingt haben, genau in dieser Ausführung, weil ich schon sozusagen Band 1 und Band 2 besitze, auch als englisches Hardcover. Ich spreche natürlich von Matt Haig, Father Christmas and Me. Ich habe in, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube im Januar The Girl Who Saved Christmas gelesen und beendet und die tolle Reise mit Amelia verfolgt und ich habe in dem Video, soweit ich weiß, schon gesagt, ich möchte unbedingt, ich wünsche mir so sehr von Matt Haig, dass ein neues Buch erscheint. Und das ist auch erschienen. Das ist, glaube ich, kurz nach dem Video erschienen. Und ich habe mir dann sofort gedacht, oh, möchte ich das jetzt kaufen? Oder warte ich noch? Oder kaufe ich sie jetzt? Oder warte ich noch? Ja, ihr seht, ich habe es gekauft. Und ich finde ja, auch wenn nicht grün nicht meine Lieblingsfarbe ist, es fügt sich wunderbar in die Reihe mit dem blauen und dem roten Buch. Ich freue mich jetzt schon riesig auf nächstes Weihnachten. Ich fange dieses Buch dann auch, denke ich, hoffe ich, ein bisschen früher an als das letzte Mal und lese das dann vielleicht vor Weihnachten oder an Weihnachten. Und oh, ich freue mich so drauf. Ich freue mich so sehr drauf. Diese Bücher sind einfach richtig, richtig toll. Für mich Winter-, Weihnachts-, Kinder-, Buch-, Klassiker. Jetzt schon. Und zwei Bücher, die auf jeden Fall Jugendbuch-Klassiker werden sollten, die es definitiv verdient haben, sind die neuesten, im März erst erschienenen Werke von Adriana Popescu, Mein Sommer auf dem Mond und Anne Freitags, Nicht weg und nicht da. Mein Sommer auf dem Mond, die Astronauten, habe ich so, so gerne verfolgt, so, so gerne mit ihnen einen Sommer durchlebt und ich kann euch nur raten, schaut euch einfach mal das Video dazu an. Ich habe in meinem Dienstagsvlog Nummer 1 Mein Sommer und vier Tage, ach Quatsch, Mein Sommer auf dem Mond. Mein Sommer auf dem Mond, die Zeit mit den Astronauten sehr genossen. Und habe euch ein bisschen mitgenommen in meinen Alltag und wie ich so das Buch gelesen habe. Und ich, ja, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Es hat mich zu Tränen gerührt, es hat mich berührt, es hat mich sprachlos am Ende gemacht und zurückgelassen. Und genau das soll ein so, so gutes Buch machen. Ein neues Lieblingsbuch ist es geworden und es wird sich in die Reihe der Lieblingsbücher von Adriana Popescu einreihen und in meine Herzensbücher und auch in meine Jahreshighlights natürlich 2018, das weiß ich jetzt schon. Und ich, ja, ich werde noch viel an die vier hier drin denken und ich hoffe, dass ich auch in diesem Jahr vielleicht es noch schaffe, Urlaub auf Rügen zu machen und werde dann erst recht in Gedanken die vier hier mitnehmen auf die Insel. Und von Anne Freitag, Nicht weg und nicht da. Dieses Buch habe ich zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, es ist Dienstag. Heute seht ihr das Video, das Dienstags-Vlog Nummer 2 Video zu diesem Buch. Und ich habe es quasi gestern Abend erst beendet. Ich bin noch völlig überwältigt. Wenn ihr das Video dazu gesehen habt, dann wisst ihr warum und seht ihr es am Ende sehr, denn ich, ja, es ist ein sehr emotionales Video geworden. Ich habe die Zeit mit Luise und Jakob sehr genossen und gleichzeitig habe ich viel geweint. Es hat mich sehr, sehr tief berührt. Es hat mich auf eine Art und Weise berührt, wie es selten Bücher tun, weil ich mich trotz des Altersunterschiedes mit einer 16-Jährigen sehr identifizieren konnte und trotz der ganz anderen Lage. Denn hier drin geht es darum, dass Luise ihren Bruder verliert. Ihr Bruder Christopher leidet an einer bipolaren Störung und nimmt sich das Leben.
Luise bleibt zurück und muss nun irgendwie den Alltag bestreiten, hat nur noch ihre Mutter, die allerdings sich sehr in Arbeit stürzt und auf ihre eigene Art und Weise mit der Trauer umgeht. Und Luises Weg und Jakobs Einfluss und dass manchmal Dinge passieren, die scheinen so, als würde das Leben eben nicht warten, bis man fertig ist mit seiner Trauer. Und andererseits kommt es genau zum richtigen Zeitpunkt. Die stehen hier drin und wundervoll erzählt. Ich kann nur schwärmen davon und ich werde weiterhin nur schwärmen. Ihr werdet nochmal im Lesemonat was dazu hören. Ja, kauft dieses Buch. Und dann habe ich noch zwei hier. Zu guter Letzt, die sind noch eingeschweißt. Ich packe die mal eben aus. Nummer 1. Und Nummer 2. So, Nummer 1 ist, oh, das fühlt sich ja wundervoll an. Von Lucy Fricke Töchter. Auf dieses Buch bin ich durch Carla Paul von Buchkolumne gekommen. Die könnt ihr auf Instagram verfolgen. Da ist sie sehr aktiv. Und da habe ich auch dieses Buch gesehen. Und sie hat mich so neugierig gemacht, dass ich dieses Buch gekauft habe. Hinten drauf steht: Was soll das eigentlich werden? Fragte ich Thelma und Louise. Die waren jung, sexy und unterdrückt, sagte Martha. Guck uns an, wir sind nicht mal unterdrückt. Okay. Zwei Freundinnen sind unterwegs. Wohin? Wenn sie das nur wüssten. Lucy Fricke durchsiebt die Seelen, dass es einem beinahe unheimlich wird. Ja, also die beiden brechen, soweit ich es verstanden habe, auf eine Reise. Und zwar mit dem todkranken Vater auf der Rückbank. Eine letzte finale Fahrt, wie hier drin steht. Und dann steht hier noch: Mit einem Humor aus Notwehr und einer Wahrhaftigkeit, die wehtut, erzählt Lucy Fricke von Frauen in der Mitte ihres Lebens, von Abschieden, die niemandem erspart bleiben und von Vätern, die zu früh verschwinden. Eine groteske Reise Richtung Süden durch die Schweiz, Italien bis nach Griechenland, immer tiefer hinein in die Abgründe der eigenen Geschichte. Und die Frage ist nicht, woher wir kommen, sondern wie finden wir da wieder raus? Ich kann es gar nicht anders oder näher beschreiben, es hat mich berührt. Deswegen dürft es mit und ich werde sehen, wann mich Töchter reizt. So, und mit dürfte auch noch ein wundervolles Cover von Ava Reed, Die Stille meiner Worte. Ich muss ja sagen, das ist schon das dritte Buch von Ava Reed, das es hierher schafft und ich habe noch keins gelesen. Das bringt mich zu einer Idee, die ich vor ein paar Tagen hatte, dass ich eventuell an den Ostertagen mir so ein bisschen die Zeit nehme und diese drei Bücher von Ava Reed lese, um zu gucken, ob mir die Bücher von ihr gefallen, die Schreibe gefällt und ob ich vielleicht noch die restlichen Bücher. Ich glaube, die Mondprinzessin, die Mondkrieger oder so ähnlich kommt noch raus oder ist gerade erschienen und noch mit dem Spiegelstaub oder Splitterspiegel. Ja, also wenn ich dran denke, werde ich euch das entsprechende immer einblenden. Gibt es schon von Ava Reed und ich habe sie jetzt erst letztens auf YouTube entdeckt, dass sie Videos macht. Finde ich sehr sympathisch. Also sie erzählt da sehr nett, was sie selber gerne liest. Finde ich ganz gut. Und es hat mich einfach angesprochen, dieses Buch, nicht nur das Cover, um es ausdrücklich zu sagen, nicht nur, sondern auch die Worte, die hinten draufstehen. Ich finde Worte, ich finde tausende davon und sie alle sind in meinem Kopf. Sie finden nur den Weg nicht hinaus. Hannas Worte sind verstummt in der Nacht, in der ihre Zwillingsschwester Izzy ums Leben kam. Wer soll nun ihre Gedanken weiterdenken, ihre Sätze beenden und ihr Lachen vervollständigen? Niemand kann das. Hannah ist in der Stille ihrer Worte gefangen, bis sie Levi trifft, der mit aller Macht versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist. Klingt nach einer tollen Geschichte, nach einer besonderen, einer einzigartigen Geschichte. Gerade Zwillingsschwestern, so eine Verbindung, die ist ganz besonders. Und ich bin gespannt darauf. Ja, mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ein wundervoller Monat mit neuen Büchern. Und einige davon habe ich ja eben auch schon erwähnt. Die habe ich schon gelesen, da werdet ihr noch mehr dazu hören. Und auf die anderen freue ich mich alle. Deswegen, ja, was habt ihr so gekauft im März? Was ist so zu euch eingezogen? Wart ihr vielleicht auf der Leipziger Buchmesse? Dann habt ihr vielleicht noch mehr Bücher im März neu. Ich habe ja gedacht, der März wird gar nicht so buchreich, wenn ich nicht auf der Messe bin.
War irgendwie ein Trugschluss, aber vielleicht wären es uns noch mehr geworden. Das heißt, ich freue mich über jedes dieser Bücher. Ich werde euch bald mehr davon berichten und ja, schreibt mir gerne, was ihr so mitgebracht habt. Vielleicht eben auch nicht nur aus dem März, sondern auch von der Leipziger Buchmesse. Und damit hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüss!